Hey, mal wieder vorher noch was in eigener Sache. Der Jens Bürge, müsst ihr euch vorstellen, wer ihn nicht kennt, ist so ein richtig großer Hühner, ne? Der ist 2 Meter und bullig und tätowiert und auf der Hände und am Hals. Aber der schielt halt mit einem Auge. Ist jetzt nicht unbedingt lustig, aber doch schon. Ist aber egal. Jedenfalls, darum soll es gehen. Außerdem wurde mir von mehreren Quellen zugesichert, dass er jetzt, wo er eine Freundin hat, sich nirgendwo mehr blicken lässt, obwohl es immer der extreme Säufer war. Viel Spaß beim Interview und beim Video. So böse, ey, das ist so normal. Der guckt da. Abgefahren, ich will nach Hause. 3, 2, 1. So, also wie in der Woche schon angekündigt, heute mit der Band Extrem Unangenehm, Gorki, Espert, Erik. Der Song geht hauptsächlich um euren Sänger, das ist Jens. Er möchte leider nicht mit der Aufnahme beiwohnen, weil er sich quasi aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Ist okay, ich habe ihm den Text geschickt, er hat gesagt, ja. Ja, was hat er gesagt? Du Assi oder mit irgendwas hat er geantwortet. Jedenfalls, ich denke, das ist ein Go, ich durfte es machen. Deswegen übernehmt die Reaktion heute seine Band. Vorher stelle ich euch noch ein paar kleine Fragen und dann dürft ihr mal reinhören. Also, geht los. Wie geht's euch denn heute? Fangfrage. Noch nicht nüchtern. Mir geht's gut, es ist Samstag, genau. Es gibt ein bisschen Äpple, alles gut. Gut, wie sind denn eure Erwartungen zu dem Song, der jetzt gleich kommt? Da man ja Bürke sein Leben kennt, kann er ja nur durchgeknallt sein. Okay. Habt ihr den? Du hast den Text schon, dir habe ich ihn schon geschickt. Ich habe den Text schon gelesen, ja. Leider, aber ich bin ein bisschen befangen, ja. Ging jetzt nicht anders, weil ich wollte deine Reaktion schon im Vorfeld testen, aber ich habe mir ein bisschen umgeschrieben. Ihr zwei habt den Text noch nicht gehört, ihr habt das Lied noch nicht gehört. Ihr weißt nicht, was auf euch zukommt. Ja, das habe ich schon im Vorfeld mal vergessen zu erwähnen. Ja. Gut. Was denkt ihr, werde ich in diesem Song für Themen aufgreifen? Alle? Spezielle? Spezielle. Sein Trinkverhalten? Genau. Ja, der Beispiel. Ja. Okay. Jetzt mal schätzen. Gut, kurze Frage. Ist es wahr, dass sich Jens etwas zurückgezogen hat? Das scheint so. Es ist ganz minimal tatsächlich, ich sag mal, wie so ein männliches Geschlechtsorgan bei etwa 4 Grad Wassertemperatur. So in etwa könnte man das, glaube ich, kann man das als Vaginitis bezeichnen? Eventuell könnte man das so bezeichnen, ja. Okay. Wie würdet ihr Jens seinen Blick beschreiben? Einzigartig, individuell, authentisch. Ausschweifend. Stimmt die Geschichte mit dem Schnapsmuseum? Meines Wissens nach ja. Ist mir neu. Ist das neu? Kenn ich nicht. Nein, noch nie gehört. Oh. Erzähl sie mir. Ja. Erzähl mal nachher. Genau. Die machen wir später. Ja? Okay. Fängt den Rahmen. Ja. Okay. Wohin schaut ihr, wenn ihr mit ihm redet? Also quasi von Auge zu Auge. Auf die Nase. Okay. Eine Fangfrage. Wenn er jetzt hier wäre, was würdet ihr ihm sagen? Vermutlich Prost, wenn er eine Kleinigkeit mit uns trinken würde. Ja. Tja. Ansonsten lass mal durchstarten. Genau. Alles klar, dann geht's jetzt los mit dem Song. Viel Spaß. Ich schau mir ein Pavillon, seh von hinten und von vorn, um meine Umwelt zu begreifen.
Tasche, denn ich blicke mit dem rechten Auge in die linke Hosentasche. Wenn Leute mich ansehen, sind sie ständig irritiert. Wohin sollen sie auch blicken, wenn mein Auge sie verwirrt? Ich schau mal kurz vorbei, an dir nimmt die zur Hälfte Hinz. Wie sie aus solche wie mich gibt es sie viele. Ich bin der Jens und ich schiele. Ich schau wie ein Chameleon, seh ich von hinten und von vorn, um augenblicklich zu verstehen, was andere nicht sehen. Großes Haus und eine Frau. Das ist auch der wahre Grund, warum ich mich nicht mehr auf Partys trau. Ein kleiner Ring, um mich zu knechten, war der einzig wahre Zweck. Doch mit meinem Auge schaue ich da locker drüber weg. Ich schau mal kurz vorbei, an dir nimm die zur Hälfte ins Visier. Solche wie mich gibt es sind viele. Ich bin der Jens und ich schiele. Ich schau wie ein Chamäleon, seh dich von hinten und von vorn, um meine Umwelt zu begreifen. Lass ich mein rechtes Auge schweifen. Ich schau mal kurz vorbei, an dir nimm die zur Hälfte ins Visier. Solche wie mich gibt es sind viele. Ich bin der Jens und ich schiele. Ein Auge werfe ich nur auf dich. Verstecke ich wieder lohnt sich nicht. Auch wenn ich sonst so gar nichts sauge, hab ich das allsehende Auge. Sehr gut. Fantastisch. War okay. Oh, klasse. Schon sehr rutschig. Aber besser als gedacht. Ja. Und ich dachte, es geht um Alkohol. War eine Lüge dabei? Nein.